Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelato und weiter geht's mit dem Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, hier sind wir letztens angekommen. Glaube ich zumindest ja doch. Und ich denke mal, ich schaue noch mal ganz kurz beim Händler vorbei. Den haben wir, glaube ich, letztens gar nicht angequatscht. Ach ja, der ist hier vorne. Mal gucken, was der hier so uns anbietet. Den gleichen Junt. Oh, was ist denn das hier? Rassler. Was ist denn ein Rassler? Ach so, das ist ein neuer Dingster hier, oder was? Bolzenwaffe, die für kurze Distanz feuert mit jedem Schuss mehrere Projektile ab. Und wenn es am besten eingesetzt, viele Trefferpräzisionen kann modifiziert werden. Ha, das hört sich gut an. Ich denke mal, wir kaufen das mal. Ausrüsten. Die Schleuder benutze ich eigentlich fast kaum. Deswegen machen wir die mal weg. Okay, das auf jeden Fall ist eine neue Waffe. Bolzen. Auf Nahkampf. Okay, dann werden wir das testen, wie wir das benutzen können. Habe ich keine? Ah, okay. Wir haben unsere ganzen Scherben gerade ausgegeben. Ja, das heißt, ich muss wieder erstmal welche finden, um überhaupt mir, ja, ein paar Pfeile sogar zu machen. Okay, das war vielleicht gar nicht mal so schlau, dass wir das jetzt gemacht haben, weil wir haben jetzt echt nichts an Scherben. Naja, ich sag mal so. Wir werden die uns wieder besorgen und dann haben wir ganz viele Scherben und dann können wir auch hier die Waffe mal testen. Denn schließlich gibt es überall Scherben. Man muss sie nur sammeln. Nein, das ist ein Stein und keine Scherbe. Aber sonst überall. Zum Beispiel hier nicht. Oder hier auch nicht. Oh, was ist denn hier? Was ist das denn? Lanzenhorn. Das sind neue Gegner. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Lanzenhorn. Ah, so sehen die aus. Das sind Vögel. Die sind gegen Schock. Okay, wir haben zum Glück Schock. Naja, als sowas, als Falle. Vielleicht könnte man sie überbrücken. Vielleicht. Aber wo kann ich das lernen? Aha, da haben wir sie gestaced. Okay, die halten schon ein bisschen was aus. Aber jetzt nicht so viel krass. Was können die denn machen? Na, mach mal was. Mach mal was. Oh, da ist was Großes. Was ist das denn? Ein Donnerkiefer? Nee, du lass mich mal in Ruhe, ja? Oha. Oha, das wird doch gefährlich. Wir gehen ein bisschen hier in Deckung. Okay. So wird das nichts. So wird das nichts. Wir müssen die hier nochmal zeigen, wo der Hammer ist. Komm mal her, du Vogel. Komm mal her. Komm. Ich habe gehört, du magst hier gestaced werden. Ja, fast, fast. So, spring mal hier bitte rein. Komm, komm. Und. Ach, guck mal, das Drecksvogelvieh weiß genau, was es zu tun hat. Komm. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ach, komm schon. Jetzt spring doch genau einfach hier hin, komm. Genau hier hin, komm. Ja, sehr nice. Sehr nice. Guck mal, das Vogelfiech hält schon ein bisschen mehr aus. Das war aber schon mal ganz gut. Ach komm, es liegt wieder. Habe ich das jetzt umgenietet? Und wir haben es besiegt. Yes. So besiegt man einen Vogel, meine Damen und Herren. Einen Metallvogel. Aber das da hinten ist ja voll das krasse Teil. Das ist ja richtig groß und das macht mir Angst. Boah, was ist das? Warum? Das sieht ja aus wie so ein T-Rex. Also als mechanischer T-Rex. Ja, und schon finden wir hier überall diese Metallscherben, wie ich gesagt habe. Die liegen fast überall. Man muss die halt nur sammeln. Könnte nützlich sein. Und schon haben wir halt hier. Wie viel haben wir da? 14. Können wir auch mal was herstellen. So, wir haben jetzt 50 Stück. Wie sehen die aus? Ach so, das ist wie so ein Maschinengewehr. Ah, okay. Nein, das hat mich gesehen, das große Teil. What the fuck? Was ist das denn für einer? Nee, nee, nee. Also das ist definitiv zu danger. Und da gehen wir definitiv nicht lang. Und tschüss. Ja, das sind auf jeden Fall hier so T-Rexe.
Ich denke mal, wir gehen jetzt so weiter, wo wir hinwollen. Und zwar erstmal hier hoch. Schön leise jetzt. Nee, nee, also ich werde auf jeden Fall diese Maschine nicht angreifen. Die sieht schon so aus, als ob die mit Blicke töten kann. Und ich habe mein Leben lieb. Also lassen wir das mit dieser Monstrum T-Rex. Ich meine, das Zeug können wir natürlich sammeln. Das ist kein Problem. Aber auf jeden Fall dieses Bolzen-Maschinen-Gewehr, sag ich mal, das ist richtig gut. Also das gefällt mir hier. Ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ist schon richtig nice. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt ein paar Scherben sammeln. Jetzt nicht mehr ausgeben. Jetzt haben wir ausgegeben, was wir ausgegeben wollten. Und ja, jetzt heißt es halt sammeln und behalten. Für Munition herstellen. Und so weiter und so fort. Ist das der richtige Weg? Ich glaube schon. Oh, hier gibt es sie nochmal. Warte mal, hier können wir das Feuer aktivieren. Haben wir das aktiviert? Ich weiß es nicht, haben wir das aktiviert? Ich laufe jetzt nochmal hier hin, was soll's. Bin mir jetzt nicht sicher, deswegen, falls wir es nicht aktiviert haben, aktivieren wir es jetzt. Weil wie gesagt, es ist ganz wichtig, alle Lagerfeuer zu aktivieren, weil wenn man stirbt, landet man genau dort. Und da man hier, wie gesagt, überall verrecken kann, hinter jedem großen... Ja, Tatsache, sehen wir. Haben wir noch nicht aktiviert. Weil man sieht es nicht. Es ist zwar auf der Karte offen gemacht und es ist grün. Aber man sieht es nicht, ob man es halt angefackelt hat oder nicht. Also, ne? Deswegen immer schön erstmal aktivieren. Ich glaube, ich bin sicher. So, den ganzen Junt hier mitnehmen. Kann man sicherlich gebrauchen. Oh, da ist ein Vogel, den will ich hier. Komm mal her. Ach so, ja, Nahkampf. Hehehe. So, gegen was bist du denn empfindlich? Muss ein Grauhabicht sein. Gegen Feuer. Alles klar. Feuer ist deine Schwäche. Ah, guck mal, da brennt er schon. Da brennt das Vogelchen. Auf jeden Fall ein neues Monster. Der Arme wird voll. Ach guck mal, da ist er zu Sturz. Und komm, kritischer Hieb. Ach guck mal, so stark ist er gar nicht. Aber ich denke mal auch in der Horde kann er richtig einen ficken, wenn man nicht aufpasst. Aber so als Einzel ist das doch okay. Okay, da ist sein direkt sein Bruder, sein Zwillingsbruder oder was? Verdammt, habe ich nicht getroffen. Jetzt aber. Hehe. Na komm. So, ich will das mal testen. Aber das ist schon geil. Das ist schon richtig fett. Nein. Sollst du nicht abhauen. Du Vogel. Das macht richtig Bock. Also gegen die zu kämpfen macht gerade mir richtig, richtig Laune. Ah, guck mal, da konnte er nicht mehr abhauen. Haha. Und der Sieg gehört uns. Jo, ich dachte, diese Vögel wären stärker. Für mich. Ja, wir winnen sonst. Okay, da wir jetzt hier fertig sind, wollte ich zu diesem nächsten Lagerfeuer, dass wir das mal aktivieren. Also nach wie vor, die Umgebung sieht einfach nur top aus. Richtig nice. Richtig schön gestaltet. Das Setting ist auch richtig, richtig geil. Allein von diesen ganzen Metallblechbüchsen ist einfach so nice gemacht. So, warte mal. Wir wollten hier was mal scannen. Selbst das Feuer kann ich scannen. Lagerfeuer. Guck mal, hier ist Neil. Der gibt uns eine Quest. Warte mal, angenommen, ich hätte den jetzt nicht gesehen. Breitkopf. Angenommen, ich hätte den Typ nicht gesehen. War das markiert mit dem Dingsterbumster hier? Tatsächlich, wahrscheinlich war das doch markiert hier. Aber wir gehen jetzt mal hier das aktivieren. Und dann können wir mal gucken, was der Typ uns zu sagen hat. Was der für eine Quest hat. Hallo. Leise, Mädchen. Sonst verdirbst du den Spaß. Spaß? Jeder hat seine Gründe. Du tötest, weil du dich gezwungen siehst. Verständlich.
hatte einen Partner, der weinte, wenn ein Pfeil sein Ziel traf. Bei unserer Jagd auf die Banditen war sein Auge dabei niemals trocken. Dann bist du ein Menschenjäger, so eine Art Söldner? Nenn mich Neil. Ich fand heraus, wo Unfriede herrscht, gibt es Banditen. Erst töten sie Unschuldige, dann wen immer sie erwischen und dann einander. Aber wozu warten? Wir könnten uns zusammentun. Alle töten. Was sagst du? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Richtig. Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ich weiß nicht, sollen wir annehmen? Ja komm, wir nehmen an, mal gucken, was passiert. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Okay. Eine laute Sache. Ja, wahrscheinlich müssen wir halt nur eine Quest mit denen machen oder so. Umzingeln wir sie! Oder auch nicht. So, dann testen wir mal hier diese Bolzen. Die sind richtig nice. Geht ihr gut auf jeden Fall zu uns? Achso, die muss ich killen oder was? Ist das die Quest? Banditenlager. Ist es das? Das ist tatsächlich das. Aber ich will es jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich meine Hauptquest weiter. Deswegen werden wir das jetzt nicht machen. Sie ist da entlang. Und werden unsere Quest fortsetzen. Der Typ, denke ich mal, kann auch warten. Wenn es hier was mit diesem Banditenlager zu tun hat. Weil, ja, wie gesagt, ich will erstmal hier weiter. Der wird auch erstmal ohne uns auskommen. Ganz, ganz schlicht und einfach. Genau, da muss ich hin. Oh, was ist das dann? Was ist dann, bitteschön, das? What? Was ist denn das? Donnerkiefer, der sieht ja richtig böse aus. Ach du Scheiße. Schwäche. Schwäche ist das hier. Boah, der sieht ja richtig gefährlich aus. Da machen wir einen ganz, ganz großen Bogen drum auf jeden Fall. Der gibt aber auch bestimmt so viel XP, ne, wenn man den killt. Hat er eine Spur? Ja, der hat eine Spur. Ich sehe aber seine Spur gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen den ja nicht unbedingt hier... Donnerkiefer. Ja, das sind diese komischen T-Rex-ähnlichen. Ja, keine Ahnung, habt ihr gesehen, wie die aussehen. Auf jeden Fall... ja. Auf jeden Fall, die macht mir ein bisschen Angst, aber ja, wir werden die auch noch besiegen. Vielleicht sogar hier, na, Hauptquest technisch. Muss ich vielleicht meinen besiegen oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es aber auch voll die Flaschen, die einfach nur groß aussehen. Wie diese, na, wie heißt das hier? Menschen, nee, Pflanzenfresser. What? Nix Pflanzenfresser. Okay, ich nehme alles zurück. Ach du Scheiße, guckt euch mal das Teil an. What? Und ich muss zusehen, wie er zwei zertrampelt. Oh Mann! Nee, da habe ich echt... Ich habe Respekt vor diesen Viechern. Und ich werde mich nicht anlegen, weil ich weiß, dass ich One-Hit bin. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Oh, zum Glück suchen die noch nicht nach mir. Ich wollte eigentlich dieses Lagerfeuer hier. Du siehst uns nicht, oder? Nee, er sieht uns nicht. Ah, ich wollte aber dieses Lagerfeuer aktivieren. Mist. Hier machen wir keinen Scheiß, gehen wir weg. Na klar. Wohin? Wohin geht er?
Ihn sucht er. Okay, ich denke mal, wir können damit erstmal nichts anfangen. Ah, ich will dieses Lagerfeuer aktivieren, aber der steht im Weg. Das geht doch gar nicht. So, ich schmeiß jetzt mal hier so einen Stein hin. Seht ihr das? Guck mal, da hinten ist ein Stein. Geh mal da runter. Komm. Oh, ich glaube, der verpisst sich langsam. So, guck mal, da ist ein Stein. Ja, verdammt, jetzt locken wir den wieder. Ja doch, wir locken ihn weg, das ist gut. Das ist gut und jetzt hier schnell das Feuer aktivieren. Ja, so macht man das hier. Man lockt die Gegner mit den Steinchen weg. So macht man das. Jetzt habe ich mal gespeichert, ne? Jetzt will ich mich doch mal mit denen messen. So, gegen was war der empfindlich? Gegen Schwäche, gegen... Ach so, ja. Moment. Ganz ruhig. So. Ich weiß, dass er uns jetzt killt, aber ich will trotzdem mal gucken. Und tot. Ne? Noch leben wir? Oh, wir leben noch. Na, fällt er auch mal? Boah, wie viele noch? Mann, so viele Seile. Fall doch mal. Komm, komm, fall, fall. Ja, wie viele Seile haben wir denn jetzt gemacht? Wir müssen 20 Stück hier. Hier wird das nichts. Okay, und jetzt, ja, wir haben ihn zu Fall gebracht. Komm, spring hoch. Spring hoch. Ja. Weitere Seile. Keine Medizin. Ist ja voll verseilt, aber so richtig verseilt. Komm, fall mal um. Ich weiß nicht, womit ich Damage machen soll. Das hält. Oh, man kann vieles von denen angreifen. Komm mal her. Wow. Komm. Na, komm mal hierher. Komm mal her. Komm, put, 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 put. Komm, die Schockfalle. Ja, gleich hast du es geschafft. Autsch. Komm, ist so klar, dass er uns wegkommt. Ah, ich denke mal, das war's gleich. Das war's. Also für uns. Weil wir machen kaum Damage. Ich weiß nicht, wie ich denn überhaupt Damage mache. Ich bin dabei. Aber wir können nichts, verdammt. Wir haben nichts mehr. Jo, was da abzieht. Was da abzieht. Das ist nicht normal. So, ich muss, glaube ich, diese Tanks da oben abschießen. Aber irgendwie mache ich kein Damage. Mann, das ist auf jeden Fall eine Bestie. Nee, das wird nicht. Also wir machen kaum Damage und das Teil hat immer noch volle Energie. Also das wird, glaube ich, nichts. Das wird echt nichts. Und hat immer noch voll Leben. Nee, wir verpissen uns einfach. Ich habe es versucht. Ihr habt es gesehen. Er ist super stark. Und das macht jetzt echt nichts, weil das wäre eine Munitionverschwendung. Wenn ich jetzt weiterhin irgendwie was machen würde. Wir sind auf jeden Fall noch super schwach für den. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall haben wir den schon mal probiert. Und ja, ihr habt gesehen, es ist ein riesen T-Rex-ähnliches Monstrum aus Blech und Blechbüchsen. Und ja, verfolgt er uns? Nein. Ja, nach wie vor, ich muss auf jeden Fall hier Scherben sammeln, definitiv ganz viele Scherben. Nichts mehr ausgeben. Sagte er und stellte Pfeile her. Boah, ist das jetzt eine Art Dschungel hier?
Das sieht ja mal richtig geil aus. Breitkopf. Kopf. Ups, sorry. Sorry. Ich nehme den Schluck auf. Okay, was haben wir denn hier? Ein Stein. Warte mal, wir können nur 10 Steine tragen. Ich weiß, ich hätte auch vielleicht wahrscheinlich diese ganzen Fallen hier einsetzen können, ne? Hab ich aber nicht. Hab ich aber nicht gemacht. Der sieht auf jeden Fall super nice hier aus. Das nächste Lagerfeuer wäre dann... Oh, wir sind schon ganz links hier fast. Ui, cool. Auf jeden Fall, wir kommen voran. So, als nächstes geht's hier lang. Mal gucken, was uns da erwartet. Ist auf jeden Fall super nice. Man hat hier, also man hat hier die Möglichkeit, alles zu erforschen. Es ist super groß. Ja, kein Stein sieht aus wie der andere. Und ja, ist auf jeden Fall nice. Nach wie vor, ich kann es empfehlen, kauft's, spielt's, unterstützt die Entwickler und damit noch mehr so geile Spiele rauskommen. Definitiv. Sieht auf jeden Fall super, super nice aus. Allein hier diese Umgebung und diese Palmen da hinten, das erinnert mich, ja, als ich in Amerika war, da gab es auch schöne Palmen. Aber das ist auch schon hier, keine Ahnung, 20 Jahre her. Ich war unter dem alten König Wache. Ich habe unglaublich viel um die Ohren, tut mir leid. Na gut, es sei dir verziehen. Wollten wir hier hin? Warte mal, haben wir jetzt das Lagerfeuer angequatscht? Ja, haben wir. Jo, dann würde ich mal sagen, wir gehen ein Stückchen weiter. Ein Stückchen weiter und wir sind fast hier angekommen. Mal gucken, ob wir das noch schaffen hier. Ich setze mal hier hin. Die nächste Zielflagge. Zeig mal ein bisschen Stolz, Fremde. Kauf dir etwas, das nicht braun ist. Was willst du von mir? Hast du was gegen braun oder was? Braun ist cool. Boah, da unten sind Monster. Direkt mal hier einen anschießen, einen wütend machen, ne? Oh, ärgere ich dich? Guck mal, da haben wir sogar gekillt. Ja, komm doch hoch. Ja, was ist los, hä? Hast du keine Eier hochzukommen? Das ist ein ganzer Rudel. Na gut, wir haben die nur ein bisschen geärgert. Wir laufen weiter. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie so jetzt hochkommen. Wobei, den können wir noch killen. Da gibt es Erfahrung. Ich würde auch gerne einen Bogen haben, dass ich, womit ich mehr Schaden mache. Irgendwie mache ich die ganze Zeit so Low Damage. Der liegt flach. Oh, flach gelegt. Bauteil entfernt und Maschinenkill. Ja, wir sind sogar bald Level 15. Das ist ultra krass. Wie gesagt, ich habe mich informiert halt. Also laut den Trophäen gibt es eine Trophäe, wo man Stufe 50 braucht. Also gehe ich mal davon aus, dass das, dass man auch hier Level 50 werden kann. Ob es noch höher ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall 50 definitiv schon mal. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Wirklich? Also ich finde, hier gibt es sehr vieles zu sehen. Und zwar, oh, allein diese Landschaft. Guckt euch mal das an. Das sieht einfach so ultra geil aus. Ich habe auch schon auf Twitter richtig geile Bilder gesehen, wie manche Spieler oder Spielerinnen mit dem Fotomodus, den man ja hier so hat, ne, Fotomodus, haben die richtig geile Bilder zu, ja, instande gebracht, also mit Rahmen und alles mögliche. Also man kann hier schon richtig was Geiles reißen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und ja, ein bisschen kreativ ist, dann ja, auf jeden Fall, Fotomodus ist richtig, richtig nice. Kann man was auf jeden Fall mit anstellen. Das sah gerade so aus, als ob es da was gibt. Na, da habe ich mich verguckt. Na gut, gehen wir mal weiter. So, hier war unser Ziel. Ach, guck mal, da haben wir die nächste. Die nächste Fackel. Die brennbare Fackel. Genannt auch Lager. Brennholz. Lagerfeuer. Was laberst du? Diesen Teil mag ich besonders. Hallo, du. Ach, ich will doch nur Mann. Einen Moment Ruhe. Wir wollen immer alle irgendwas. So, da wir das jetzt aktiviert haben. Panorama. Was heißt Panorama?
Ich weiß es nicht, deswegen gehe ich mal hin und schaue mir das mal an. Weil sowas hatten wir, glaube ich, dieses komische Auge. Hatten wir soweit hier noch nicht gehabt. Klar hatten wir hier zwar gehabt, aber wir hatten das nicht geöffnet. Boah, wie groß das ist. Das ist richtig nice. Also man hat hier, wenn man gerade momentan kein anderes Spiel zu zocken hat und man hat wirklich nur das Spiel, da hast du locker hier mehrere Monate mit zu tun. Das ist wirklich so, weil wenn du hier alles aufmachen willst und du so ein richtiger Junkie bist, der hier alles aufmachen will und erforschen, bist du hier total richtig und da kann man sich nicht beschweren. Absolut nicht. Nur natürlich momentan gibt es viele Spiele und ja, da kann ich nicht so viel Zeit investieren in alle Spiele. Aber von allen etwas und dann geht das schon. Jo, was haben wir denn hier? Das ist auf jeden Fall... Was? Warte mal, ich setze jetzt mal genau hier eine... Ey, das ist da oben? Ach so, das ist in diesem Gebiet. Das heißt irgendwo hier so an der Seite. Warte mal, vielleicht finden wir auch irgendwas. Da sind Füchse. Naja gut, ist jetzt auch egal, also ich, wahrscheinlich ist es einfach nur irgendwie so ein, ja keine Ahnung, irgendwie so ein Quest-Gegenstand, also nicht Quest-Gegenstand, sondern, ja weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann das jetzt nur raten, aber ist jetzt egal, wir wollen jetzt erstmal hier hin. Wenn man jetzt genau auf die Karte guckt, sieht man, dass hier so ein riesiger Berg ist und hier geht es so richtig runter in den Tal. Oh, das ist richtig nice. Also ich würde mal sagen, das hier ist irgendwie einfach nur so, ja, so hier Notizbuch, also irgendein Sammelobjekt vielleicht. So wie diese Blume und... Ja, genau hier, ne? Unentdeckt Panorama, genau. So, aus der antiken Vergangenheit erhalten Daten, die Aussichtspunkten in der ganzen Welt gefunden werden können. Jo, also ihr habt's gesehen, das ist einfach nur irgendwas. Komme ich nochmal drauf zurück, sicherlich. So, auf jeden Fall hier erstmal ein paar... Pfeile herstellen. Ey, das ist so doof, wenn man keine Scherben hat. Das gibt's nicht. Ich muss wirklich Acht geben, dass ich ein paar Scherben diesmal hier behalte. Aber ich denke mal, dieses Rattegewehr, das hier, Metallbolzen, das ist schon gut, dass wir das gekauft haben. Jo, und wir sind tatsächlich angekommen. Ist das das Lagerfeuer? Nicht ganz. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht. So, hier sind wir angekommen, alles klar. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren Laberst müssen du. Untersucht. Ja, untersucht, dann untersucht doch. So, wir sind auf jeden Fall fast da. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Das ist wie lange bist du? Guck mal, der verkauft was. Was verkauft er denn? Der hat auf jeden Fall sehr krasse Sachen, nur das Problem ist, ich habe. Er hat richtig gute Sachen. Nur ich kann mir nichts leisten. So ein Schattenjägerbogen, das hätte ich mir zum Beispiel kaufen können, wenn ich 650 Metallscherben hätte. Weil dieses Wächterherz habe ich. Oder hier sowas. Und dadurch kann ich auch mehrere Pfeile wie Fallen aufstellen. Nicht nur Blitz, sondern auch hier Feuer und Explosion oder was das ist. Naja. Aber nix Dings da hier, Scherben, also nichts kaufen. Mir egal, was andere Stämme so treiben. So, auf jeden Fall geht's da irgendwo in ein Dorf oder was? Naja. Gut, dann werde ich mal sagen, dass ich hier den Part beende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile das Video und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Part. Und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.